Hey Leute, ich begrüße euch zu der zweiten Folge The Climb in the Duo Queue mit dem guten Flo. Hi ho. Und wir schwätzen jetzt mal kurz über die Runen, die wir jetzt gerade sehen können. Ich spiele Lucian mit Airy. Grund, ich möchte es einmal testen, weil es jetzt auch in der LCS gespielt wurde. Und jetzt schauen wir aber auf die MF und auf den Thresh. Ich gehe speziell auf die MF ein. Und auf MF spielt ihr normalerweise kein Summon Airy. Da ist der Komet um einiges besser, da ihr mit eurer E-Fähigkeit, die ein Slow eh schon habt und den Komet zu 100% immer trifft. Und soweit ich weiß, spielt man eigentlich auf Thresh Guardian. Ja, das werde ich aber erst nach dem Intro verraten, warum. Viel Spaß! Yeah. Ja, so ein Cheese am Morgen, der vertreibt Kummer und Sorgen. Klappt natürlich auch sehr gut, wenn ihr Duo-Queue spielt, dass ihr sagt, hey, wir gehen da rein und nehmen den Gegnern alles, was geht. Ja, warum dieser Thresh spielt mit Aftershock? Das ist in den meisten Fällen eine ganz gute Sache, wenn man einen sehr aggressiven Thresh spielt. Jetzt hat der halt noch Exhaust dabei und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, das ist nicht so cool. Denn man hat bei Tank-Supportern ganz klar definierte Aufgaben. Man hat den Engage-Tank-Supporter, wie jetzt ein Alistar oder einen Shen, ein Thresh von mir aus auch, der mit Aftershock reingeht. Da muss er aber wirklich auch sagen, hey, ich gehe rein, ich spiele das Ganze über meinen Hook, engage und gut ist. Aber normalerweise nimmt man bei Thresh ganz gerne mal Guardian mit, denn man kann sich nicht immer sicher sein, dass man mit dem Hook zusammen da auch das dann hinkriegt, so wie man das hinkriegen möchte. Und dann ist oftmals das Guardian zwar vorhanden und gibt einem die Resistenzen, aber ja, das war es dann auch schon an der ganzen Effektivität. Was ich hier bei Thresh übrigens gemacht habe, ihr habt es ja gesehen, ich habe irrsinnig lang gewartet, bis ich mein Q geschossen habe, bin die ganze Zeit nur mit den Auto-Attacks rangegangen. Und ich wusste, er möchte sofort rein, deswegen habe ich versucht, ganz schnell auf das Level 2 zu pushen, damit ich sofort followen kann. So war das eigentlich ein relativ einfacher Kill. Ich habe übrigens noch alle Sums up. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was die Gegner benutzt haben. Die MF hat vorhin geflasht, soweit ich das noch im Kopf habe. Ja, das habe ich gepinkt. Und Exhaust war auch drauf. Ude geht Botside, wahrscheinlich erstmal in seinen Jungle. Ich meine, da haben wir genug Vision gerade noch über die Crab. Übrigens war mein Morgana-Pick hier etwas glücklich gewählt. Und theoretischerweise hat Marco gesagt, er nimmt hier einen Lucian. Ja, der Klassiker wäre ein Braum dazu. Ich werde mal kurz roam. Ich werde nicht mehr roam. Der Klassiker ist Braum, damit man halt eben die Passiven gut ausnutzen kann. Aber ich habe keinen Braum auf diesem Account. Leider. Und demzufolge bin ich dann, ich gehe doch rum. Demzufolge bin ich dann auf Morgana gegangen und der Thresh wurde dann reingepickt. Also alles okay soweit. Thresh könnte wieder runterkommen, ne? Bin gerade unglücklich. Und Ude dürfte jetzt bei den Golems sein und danach, weil er mich nicht mehr mag, auch vorbeikommen. Aber erstmal einmal Airy procken. Und nochmal. So, ein weiteres W darf ich jetzt hier leider nicht reinsetzen, weil sonst nehme ich mir einen Minion und werde wahrscheinlich weitere Minions so ein klein bisschen schwieriger machen zum Lasten. Aha, hier ist Vision drin. Ja. Yep. Ude könnte halt immer noch irgendwo sein und irgendwo kommen. Das ist so ein bisschen unangenehm, so eine Situation. Man muss. Hätte jetzt die MF übrigens Kometen dabei, wäre ich jetzt schon weggegangen. Weil das wäre sonst sehr knapp. Nee, jetzt dürfte er langsam nicht mehr da sein. Wenn er Udo jetzt wirklich so lange da geblieben wäre, dann, naja. Dann hätte er tatsächlich was falsch gemacht. Kurzer Blick hier nach vorne. Wir sehen die MF.
muss aus Gründen X mal kurz stehen bleiben. Uns ist es im Prinzip egal, warum sie ein Problem hat. Wir nutzen das aus. Ich gehe den Schreiber schon. Jo, ich kann gerade noch nicht. Tja, Auto-Attacks tun auch weh. Den soll ich haben. Dann ist der hier. Das Schild war hier gerade ein klein bisschen überreagiert gesetzt, aber besser gesetzt als verschlafen. No. The Thresh ist aber auch echt nett zu mir, ne? Der steht die ganze Zeit in meiner Pfütze, dass ich da die Cooldown Resets auf meinen W bekomme. Okay, ein bisschen eine Fiesta Topseite. Ich glaube, die gehen back und ich kann es nicht wirklich unterbrechen. Na doch. Könnte ich. Tu es aber nicht. Die MF geht gar nicht back. Ne, die war noch da. Was hast du? Ich habe mir gerade meine Stopwatch auf die 2 gelegt. Ein Indikator dafür, dass ich vielleicht Unsinn mache. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich bin so kurz davor, E, Flash, Q zu machen. Minion da hinten. Ich könnte die auf jeden Fall töten mit Airy. Ja. Und da sie jetzt wirklich langsamer weggehen müssen. Schade. Da ist der Flash raus. Ja, die ist komplett weggegangen. Komm doch mit. Ich benutze die Ulti nur, um die Minions rauszupushen. Dann kommt die komplette nächste Wave noch ran an den Tower. MF verliert jetzt 2 komplette Waves und ist dadurch stark behind. Ich meine, CS, wenn man da hinschaut, ich bin fast 40 CS vorne. Das ist halt mega. Das wird... es wird ein Crit Luschen. Wieso ein Crit Luschen hier? Erstens denke ich mal, dass das Game auch wieder länger gehen wird. Weil, wenn der Singed schon oben rasiert... Es ist eine reine Spekulation, dass das Game länger wird. Und da bringt mir das Blade of the Rune King into Black Cleaver Build eher weniger. Okay. Ich bin tatsächlich auf Scotch gegangen, weil ich nicht glaube, dass es so lang geht. Ich habe Gathering Storm. Da wir halt hier zwei Champions sind, die early gute Pressure haben. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Ich habe Gathering Storm dabei. Ich muss Richtung Mitte. Mit Gathering Storm, wenn das Game lang geht und das ein Crit Luschen wird, dann bringt mir das mehr. Jo. So, jetzt muss ich aufpassen. Ja, jetzt musst du aufpassen, tatsächlich. Ich werde halt noch versuchen, hier das Ganze irgendwie zu halten gegen den Ryze. Ich glaube schon, dass ich in der Lage bin, ihn zu töten. Schade. Aber ich hätte fast den Thresh mitgenommen. Hat das gerade gut gespielt, mit dass er mir am Schluss die Wishen denied hat und ich erst noch ein Ward setzen müsste. Hätte ich hier drin Wishen gehabt, hätten die 2 Auto-Attacks gereicht, um ihn noch zu killen. Es hat auch gut gespielt mit dem Exhaust, dass ich hier nicht durchlaufen konnte. Ich hätte mich da auch anders positionieren müssen, beziehungsweise ich habe nicht erwartet, dass Thresh von hier kommt. Hm. Wait, what? Ich habe den Ude gerade nicht gesehen, der muss irgendwo gerade hier in unserem Jungle unterwegs gewesen sein. Das ist unangenehm. Ja, der Beginn hin. Ich habe Ulti, ich kann da auf jeden Fall was machen jetzt mit denen zusammen. Ist auch Cloud Drake, der hält ein bisschen was aus. Oh Gott. ich habe gerade gefettfigert. Es könnte vielleicht sein, dass jetzt ein kurzer Cut drin ist. Bei mir wird es das zu sehen geben. Ja, interessant. Interessant. Es passiert auch mal mir. Tja, Failed Plays gibt's immer. Gibt es immer mal. Mein Bild zielt gerade noch ein klein bisschen darauf ab, dass wir jetzt sowieso den Turm hier bekommen. Ich eventuell jetzt dann nochmal hard engagen möchte mit einer Flash-Ulti. Weil ich halt einfach auch noch nicht mal einen Trank benutzt habe die ganze Zeit.
Der Auto-Attack-Move macht hier wieder nichts. Gut, bleibst du da? Ich möchte da und mit dem zusammen und siehst du, wir nehmen erstmal den da. Ich weiß nicht, wer da gerade schlimmer ist. Na gut. Schade. Kane hat's versucht. Hab ich. Gut. Auch wenn ich da nicht drauf geachtet habe, wie ihr ja mein Bildschirm gemerkt habt. Holla. Will er mich jetzt oder was? Ja, wir gehen hier. Ja, also, der Royce könnte jederzeit kommen. Ne, der ist Mitte. Der kommt nicht. Trotzdem. Tschüss. Man braucht es hier nicht weiter riskieren. Na, Kane dachte wahrscheinlich, dass wir hier komplett auf UD und MF gehen. Aber irgendwie war da halt der Fresh für uns relativ attraktiv. Ich muss jetzt tatsächlich einen Drank verkaufen, damit ich Control Wards kaufen kann. Dieser Trade ist okay, meine lieben Freunde. Control Wards verkaufen ist nicht okay. Falls ich das jemals macht, flamet mich in den Kommentaren. Als ADC, um ein Damage-Item zu kaufen, ist es in Ordnung. Es ist halt im Prinzip jedes Mal, wenn ihr Control Wards verkaufen müsst, dann könnt ihr mal so ein klein bisschen über eure Spielweise nachdenken. Denn ihr habt sehr vorausschauend eingekauft, muss man ja eigentlich sagen. Und habt dann diesen Control Ward gar nicht gebraucht. Hättet ihr ihn früher nicht gekauft, dann wärt ihr eigentlich in der Lage gewesen, etwas mehr Geld zu verwalten, so gesehen. Ich habe immer noch meine Stopwatch. Langsam wird sie irgendwie zum Problem in meinem Inventar. Ja, ne, der Cinch dachte sich jetzt, wir All-In in Illusion. Klar, ich musste dafür jetzt mit, ich musste nicht flashen, aber ich bin nochmal extra hinter ihn geflasht, damit ich meine Ulti komplett durchziehen kann und somit auf jeden Fall den Kill dann mit dem Kane zusammen bekommen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre das bei mir echt relativ close geworden. Ich hoffe, du hast gepusht, ich muss hier raus. Hä? Ja, alles cool. Hi. Hi. Abgesperrt? Witzigerweise funktioniert sowas. Mein Morgana oh macht halt. Gott, hinter uns. Ja, am Rande halten. Puh. Schön. Wait. Gut, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir die Toplane noch nehmen. Schön. Ich musste hier gleich auf den Cinch gehen, damit ich den so ein bisschen geslowt kriege, dass der nicht zur Action dazu kommt. Und gleichzeitig halt dann auch den Fresh Q dodgen. War alles in dem Moment nötig. Man muss auch multitaskingfähig sein. Kriegst du den Turm? Ja, ja. Resettest du danach? Ja. Okay. So, wir gehen jetzt auf ein Statix und danach kommt eine Infinity Edge. Und dann schauen wir mal, was wir noch brauchen gegen das Team. Ich habe es aber so im Kopf, dass ich schätzungsweise, nachdem ich mein Statix und meine Infinity Edge habe, noch auf einen Blade of the Rune King gehe. Erstens, weil Udyr und Singed und auch der Thresh einigermaßen Leben haben. Und mir das dann ziemlich weit noch hilft. Da ich kein Press the Attack mit dabei habe, ist das eben schwerer dann Tanks zu killen. Bei mir folgt ein relativ Morgana-typischer Item-Bildschirm fast. Ich gehe super gerne momentan auf die ionischen Schuhe auf ihr. Ich nehme dazu dann noch das Redemption mit und im weiteren Verlauf des Sonyas. Wenn man halt anfangs die Stopwatch mitnimmt, hat man dann später die angenehme Situation. Mhm. Ich bin sowas von nicht tot, ich liebe dich. Ich weiß. Der möchte mich töten, der möchte mich töten. Hammer. So, und jetzt stellen wir uns einfach hier hin, dann kann er uns nicht mehr töten. Das Wichtige ist, wenn ein Ryze euch angreifen will, ist das entweder Chance 1, dass sich ein Teammate vor euch stellt. Das ist dann natürlich nur in der Duo Queue möglich, wenn ich sage, zu Flo blockt es. Ist aber jetzt auch nicht so toll, wenn er eine Morgana spielt.
Chance 2, ihr lauft einfach die ganze Zeit hinter euren Teammates rum und die fangen es einfach unfreiwillig für euch ab. Ja, und der andere Punkt meines Itembilds betrifft dann im Endeffekt Shit. Die Stopwatch so an sich. Ja, ich kann dir nicht mehr helfen. Kein Mana mehr. Nee. Ah, das war too much. Too much, too much, too much. Wait, Missklick. So, wir holen uns da jetzt noch zwei Control Wards. Weil ihr auch als AD Carry die Vision aufbauen möchtet, nicht nur der Support. Ende des Spiels sollte ADC auch seine 6 um die 6, 7 Control Wards gekauft haben. Es bringt mehr, hilft euch für sichere Plays, für sichere Pushes, damit ihr nicht irgendwie von einem Udi umgerannt werdet, zum Beispiel. Oh, was war das denn für ein Engage? Ach du Heilige. Ja, die Morgana ist auf jeden Fall einer der Champions hier in diesem Spiel gerade, wo ich sage, gut, mit dieser Aktion hast du soeben dein Carry-Potenzial verwirkt. Ich werde dieser Riven in keiner Situation mehr folgen, denn wenn ich das, ja, was auch immer die da gerade gemacht hat, das geht einfach nicht klar. Wir nehmen uns jetzt einfach den Blue Buff. Ja, es ist eine Solo-Queue. Annie braucht kein Blue Buff. Ihr seid ein Lucian. Ihr seid Mana intensiv. Und die CDA auf Lucian ist halt auch wichtig. Das macht einiges. No. Ich wusste, der ist da noch drin. Schade. Schön. Wir können Botlane jetzt durchpushen. Udi ist irgendwo hier in der Gegend. Da. Da ist der Fresh. Die gehen wieder. Gut, dann push mal einfach komplett durch. Ja, einmal absperren hier. Sie gehen trotzdem durch. Ich nehme jetzt den Thresh. Und ich den Udi. Meine Kills. In der Situation war es mir klar, dass Marco das hier gerade gegen den Fresh alleine schafft. Der Fresh ist halt einfach irrsinnig weit behind. Den haben wir ja in der Lane praktisch schon rausgenommen. Also gilt es für mich als Supporter nur noch darauf zu achten, wer ist die größte Bedrohung. Und der Udyr, ja, der kann durchaus noch eine Bedrohung sein. Lucky Q hier schießen, ist immer mal drin. Ghost of Rice. Der hat gerade Ghost an? Sind hinter uns. Wir sneaken uns da irgendwie raus. Alles klar, wir gehen nach oben. Sinch Gift hat nur gereicht. Schade. Der Kane hat sich jetzt gerade leider hier genau um die Falschen gekümmert. Der ist einfach auf die Backline gesprungen und hat die Frontline komplett vergessen. Ja, den Singed hatte man eigentlich. Das ist ein üblicher Fehler. Das ist gerne immer wieder so eins, wo man sagt, ja, wie kann ich, kannst du mir Tipps geben, um besser zu werden? Wird ja immer wieder im Stream gefragt. Hast du Tipps für mich? Na Marco, hast du Tipps für mich? Ja, immer. Ich bin Person absolut zufällig jetzt in deinen Stream gekommen. Hast du Tipps für mich? Nein, hat man nie. Und da kann man als helfen da eigentlich immer nur sagen, ja, du kannst versuchen, weniger zu sterben, du kannst versuchen, dies zu machen, du kannst versuchen, das zu machen. Entschuldigung. Oh, es tat weh in den Augen. Ein Tipp, den ich halt jetzt in der Sekunde einfach für euch geben kann, ist, guckt, dass was auch immer ihr töten wollt, dass das auch tot ist. Ganz einfach. Weil es ist ja manchmal so, dass man sagt, ja, man fokussiert die Vayne. Wie oft muss man denn momentan eine Vayne fokussen? Das kommt schon eher häufiger vor. Ja, ja. So. Dann hier. Hab nichts. Ah, der drückt. Aber an sich ist das... Oh, nee, warte mal. Ihr seid da wieder zu zweit, weil wieder niemand da ist. Hm. Ja. Ja, das ist auch immer das... Das ist in, halt... Was du gerade angesprochen hast mit den Tipps an sich, zu sagen, was müsst ihr genau besser tun,
damit ihr besser werdet, ist halt einfach so schwer zu sagen, weil erstens wir nicht wissen, wie spielt ihr? Welche Position spielt ihr? Was sind eure Fehler? So, das kann man erst machen, wenn man sich die Spiele genau nach 2-3 Mal anschaut und dann weiß, wo es dran hängt, wenn man das raussehen kann. Aber sonst kann man halt immer nur diese Standard-Tipps geben. Ich meine, wenn mich einer fragt, wie kann ich besser werden als AD Carry, kommt von mir die Standardantwort: Farm besser wie der gegnerische AD Carry und du gewinnst deine Lane und sterb nicht. Das sind die 2 Punkte, die ich sagen kann. So. Und es wird aber jeder andere sagen. Ey, sei es Midlane, wird es genauso kommen. Sterb nicht, farm besser, Toplane genau. Und als Jungler wird es auch nicht viel anders sein. Weil da kann man halt nicht viel dazu einfach so sagen. Ich habe mir jetzt den Rap-Buff geholt. Ich bräuchte jetzt noch dieses Gold. Dann weiß das mein Team. Dann habe ich nämlich einen riesengroßen Power-Spike. Und die farm ich mir jetzt auch. Ich kann halt einfach nur sagen, ja, weniger sterben ist immer ein Punkt. Aber wo auch viele Fehler passieren, ist dann im Endeffekt im Mid- und Late-Game. Weil man ist vielleicht mechanisch gut auf dem Champion. Man weiß, wie sein eigener Champion funktioniert. Und man hat jedes Counter-Matchup auf der Bot-Lane, Mid-Lane, sonst was schon 100 Mal gespielt. Doch das größte Problem dann ist dann meistens der Gedanke weg von diesem 1 gegen 1, 2 gegen 2, 2 gegen 3, wie es auf der Bot-Lane so schön heißt. Hin zu den Teamfights. Was muss ich in den Teamfights machen? Und da ist eben mein Tipp jetzt für heute für euch. Guckt, dass der Gegner, den ihr töten wollt, dass der auch tot ist. Denn das hat uns gerade jetzt vorhin hier einen Teamfight gekostet. Und ja, würde ich mal so sagen. Traurig, ich bin halt gerade nicht bei euch. Weil das war jetzt das Problem, die Botlane war eingepusht. Ich musste die Botlane auspushen, weil wir sonst einen Tower verloren hätten und die fighten jetzt Toplane. Jetzt muss ich da ganz schnell hin und das Gute ist, die Annie macht Schaden. Uns geht's hier eigentlich gut. Irgendwie. Lauf unten, lauf nach unten, lauf nach unten, lauf nach unten. Da ist keine Bedrohung. Exhaust geht auf den Ryze. Let's go! Exhaust hier auf den Ryze. Ich hab's gerade schon so unbewusst schon gesagt. Der Thresh war gerade keine Bedrohung, auch wenn er der nächste zu mir war. Also Exhaust hier auf den Ryze war halt essentiell. Jetzt können wir noch den Turm pushen. Yep. Turm, please. Und hier packe ich jetzt noch ein Wort hin. Ist jetzt ein Wort, der vielleicht überhaupt nichts bringen wird. Aber es ist mal wieder so ein kleiner Tipp, kleiner Worttipp für euch. Zu sagen, wenn man einen Turm eingerissen hat, dann kann man da gerne mal einen Ward hinpacken. Häufiger ist dieses Phänomen in der Mitte zu sehen, damit man dann im weiteren Verlauf noch sieht, wie sich die Gegner positionieren, wie sie sich bewegen. Aber ich muss das mal ein bisschen umlegen hier. Aber es ist zum Beispiel jetzt auch gut, wenn jetzt hier die MF gepusht hat. Ja, die pusht jetzt hier ihre Minions noch weg. Und jetzt wüssten wir nicht mehr, wo sie lang geht. So, wir sehen aber dadurch, dass sie hier nicht zurückgeht, dass sie entweder weiter pusht oder in den Jungle geht. Oder backportet. Diese 3 Optionen sind gegeben, aber sie ist definitiv nicht zurückgelaufen. Ja, durch den Jungle ist sie gegangen. No, no. Das hätte nicht treffen dürfen. Oh, ich habe ihn bekommen. Nice. Gut. Da flashe ich auch mit rüber, damit die MF safe tot ist. Jetzt können wir den Baron machen und dann das eigentlich haben wir das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Wenn wir den Baron haben. Der Kane ist jetzt wieder ein bisschen verwirrt im Kopf. Zu viele Pings auf einmal. Er weiß nicht, was er tun soll. Hilf uns. Ich fange da schon mal an, denn ich kann mich hier locker wieder hochhalten. Das ist jetzt ein Tipp von mir. Wenn der... Hallo? Hallo? Okay. Nächster Tipp, wenn Calls gemacht werden, dieser dann Art, voll. Und mindestens 2 Personen da auch noch dorthin gehen, dann folgt denen bitte. Das hilft. Das hilft ungemein. Auch wenn ihr zum Beispiel wisst, der Call ist komplett dumm, macht es trotzdem, weil es hilft nie, dass ihr einfach dann sagt, nee, ich gehe da nicht hin, aber mein Team stirbt komplett und warte mal, vielleicht mit meiner Hilfe... Wäre... Bitte macht den Baron.
Der Flash. Da war ich gerade sehr unvorsichtig. Ich habe gerade ja nur den Flash gesehen. Und ich meine, in den Gang hier habe ich auch reingesehen. Deswegen habe ich mich sicher gefühlt. Und wollte die Gegner halt wegzonen. Beziehungsweise auch eben der Udyr, der einzige Faktor, der uns diesen Baron mies machen kann. So weit wie möglich irgendwie weghalten. Aber... ja gut, dann wurde ich ja noch gecatcht. Stopwatch verkaufe ich jetzt für einen Moment. Nope, das war das falsche Item. Wir gehen hier auf die Cooldown Reduction, die letzten 10%, die mir praktisch fehlen. Und wieder los. Der muss aufpassen, wir müssen warten, bis die alle da sind. Die könnten hier überall drin sein. Hier könnten sie sein, da könnten sie sein. Ich bin in Redemption Range. Ja, und das war der Punkt, genau was ich gesagt habe. Wir müssen aufpassen, was mache ich? Ich greed rein. Weil ich dachte habe, sie followed mit ihrem Tibbers, weil sie da schon den Q-Stunt gemacht hat. Zuerst mal das hier auf ihn. Dann Control Ward hin in der Zeit. Auch gerade ultra greedy. Na, aber mindestens den habe ich noch getroffen. Ich hatte mein Schild nicht mehr auf mir. Oder ich habe es gar nicht auf mich gecastet. Ich habe gerade mich in der Sicherheit gewogen, dass ich die Resistenzen habe über Iron Solari und dass ich gleichzeitig dann aber auch die stunnen kann und da wieder rauskomme mit meinem Flash. Den habe ich auch noch gewastet. Da, verleite mich nicht zu Failplays. Oder mach du keine, weil ich mach's ja auch gleich nach. Tut mir leid jetzt. Ich hab auf meinen Mate vertraut, dass er ultiert. Aber er hat nicht geultiert. Redemption, du hast bekommen. Ich bin im Redemption Range, sag ich, und er intet rein. So war's. Gut, die regeln das inzwischen. Gut, wir machen jetzt wieder den klassischen ADC-Move. Wir nehmen uns beide Buffs. Also, vor allem hier. Weil ich der Meinung bin, dass ich mit den Buffs besser umgehen kann, wie irgendjemand andere hier gerade im Team. Komm mal hier hin. Ich hoffe, sie flamen dich für diese Aussage. Warum? Weil die Annie noch nicht 40% hat. Das ist mir Wumpe. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht! Darf er das? Darf er das? Darf er das? Dankeschön. Oh. Surprise! Airy fliegt! Wir sind jetzt hier immer noch auf einem respektablen Abstand. Weil er sich denkt, er möchte zurückgehen hier. Und dann nicht geht und dann doch wieder. Und okay. Ich möchte jetzt hier noch die Wave kurz mit einem W belegen, damit es ein bisschen schneller reinpusht. Und dann geht's ab zum Team. Das sowieso jetzt zu mir kommt ein bisschen. Nein, okay. Kannst du da schauen, ob da ein Quad drin ist? Ja, nein, vielleicht. Könnte ich, würde ich, aber ich würde es sehr appreciaten, wenn sich das Team zu mir bewegt, wenn hier... Da ist ein offener Inhib, den wollen die, glaube ich, haben. Ich habe Udyr schon mal runtergezogen. Ich habe Thrash hier unten. Also... ich denke, im Prinzip... Der macht Ghost dann! Jungs, rennt! Warum castet der einfach Ghost? Das macht halt... Gut, dann gehen wir halt doch mal zum Team. Da war er da rot. Den Hammer, einmal. Den Hammer auch. Jetzt haben wir Botlane, wir haben jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Gut, schön. Ja. Ich bin tatsächlich von den Runen auf Lucian überrascht. Ich bin... also... Mana-Probleme hast du halt echt... klar, mit Mana-Flop ändern sich fast keine, aber so allgemein fühlt sich das echt gut an. Besser wie jedes mögliche in Precision. Mal ab und zu noch testen. Wo sind eigentlich die anderen Dudes? Der
eine war da, der andere ist da. Aua, das ich werde gedotterdock. Das war immer noch ein Udyr. Das ist immer noch ein Rise. Wir haben immer noch nicht gewonnen. Doch. Ich bedanke mich. Ich wollte jetzt da nicht noch sterben. Schön. Schau mal nur in den Damage Graph. Das mache ich jetzt immer. Ich bleibe auf der Honor-Kapsel. Ja, was haben wir gelernt? Tötet etwas, was tot sein soll. Ich glaube, wir hätten das in dieser Runde relativ gut runterspielen können, in dem Punkt da, in diesem einen Fighter. Ja. Wenn der Synch da gestorben wäre, hätte der halt nicht noch mehr CC und Schaden verbreitet. Und ansonsten Calls folgen ist auch immer eine gute Sache, vor allem wenn da schon mal zwei in die Richtung laufen. Und das könnt ihr nämlich in der Duke hier auch. Ihr könnt sagen, hey, wir gehen da hin. Und wenn zwei dorthin gehen, dann geht vielleicht noch der dritte mit und dann, na, Gruppendrang. Gruppenzwang heißt ja. Ich finde aber, das kannst du einfach in der Solo-Queue sagen. Wenn einfach einer dahin callt und es laufen ein, zwei Leute hin, dann geht einfach mit. Es bringt euch nichts, wenn ihr, selbst wenn ihr im Kopf wisst, okay, der Call ist an sich schlecht. Wenn da aber dein Team hingeht, dann geh einfach mit, weil dann hast du eine größere Chance, nicht in 0-5 Teamfight-Trade reinzulaufen, wie, ne, wie andersrum. Calls einfach zu folgen und umzusetzen ist extrem wichtig. Sei es Solo-Queue-mäßig, teamorientiert, denkt einfach daran. Das hilft euch wirklich weiter. Ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich mich auch. Ciao. Ciao.